C-A-L-L-M-E, baby. Ich will ein ausgemistet bzw. das kommt weg Video machen. Habe ich jetzt schon, glaube ich, längere Zeit nicht. Und die Kiste ist ziemlich voll. So sieht das Ganze aus und ich fange auch lieber gleich mal an. Weil ich muss das sortieren, was ich wegschmeiße und was ich verschenke. Verschenken werde ich auf jeden Fall den hier, den habt ihr erst vor kurzem in meinem Sammlungsvideo gesehen. Aber ich habe den noch nie verwendet, außer einmal, glaube ich, und ich werde den weggeben. Man muss ja nicht alles aufheben. Dann habe ich hier noch einen Nagellack. Der sieht so aus. Das ist ein Color & Go. Die gibt es gar nicht mehr so. Werde ich auch weggeben, weil die Farbe habe ich mal ausprobiert und die hat mir nicht so gefallen. Gleich wieder hin sein. Oh mein Gott! Er hat es überlebt. Gott sei Dank. Habe ich noch Nagellacke? Ja. Dann habe ich hier noch den hier. Ich habe so eine Farbe schon. Also ich benutze gerade so eine Farbe. Deswegen habt ihr die auch nicht im Sammlungsvideo gesehen. Den werde ich auch auf jeden Fall geben. War auf jeden Fall zwar eine Idee, der ich hinterhergelaufen bin. Und den habe ich als Frust gekauft, weil ich das nicht mehr gekriegt habe, was ich haben wollte damals. Und ich habe mir gedacht, okay, dann gebe ich ihn weg. Meine Nichte freut sich hier über Nagellacke. So wie über den, das war aber ein Tester von der Arbeit. Aber ich werde den auch meiner Nichte schenken, weil ich mag diesen Effekt von diesen Nagellacken nicht. Deswegen kaufe ich mir auch schon länger keine Essenz mehr, weil ich einfach die Effekte nicht mag. Dann habe ich hier einen Eos. Ich finde den Duft so eklig. Ich glaube, den werde ich lieber entsorgen. Das war dieser rote. Der war auch echt eklig. Ich habe noch einen Nagellack. Den habt ihr aber auch vor kurzem im Sammlungsvideo gesehen. Das ist dieser Topcoat mit diesem Blümchen. Werde ich auch nicht entsorgen, sondern werde ich weiterschenken, weil... Was mache ich damit, Leute? Was mache ich mit so viel Zeug? Dann habe ich auch einen Duft, den ich aussortieren werde, weil ich habe den vor ein paar Monaten in der Arbeit ausprobiert und meine Nichte hat gemeckert, sie will unbedingt einen Duft haben. Und weil mir der überhaupt nicht zusagt, weil ich finde, der ist eher so für Jugendliche, also für 16-, 17-jährige Mädels oder halt so die, was halt nicht so starke Düfte brauchen. Ich finde, der riecht überhaupt nicht gut. Ich mag den überhaupt nicht. Den habe ich mal von der Arbeit geschenkt bekommen. Und das ist der allererste, von dem ich mich mal trenne. Ich habe jetzt noch einen. Den habe ich aber jetzt vergessen, euch zu zeigen. Der ist peinlicherweise in diesem Kasten drin, wo ich meine Geschenke habe. Den schenke ich nämlich meiner Schwester. Da geht es um den Jean Paul Gaultier Intense. Das ist die goldene, also der goldene Frauenkörper. Meine Schwester steht auf den Duft und ich mag den. Zu mir passt er nicht. Da verändert sich so komisch und ich habe mal von einer Kundin gehört, dass da jemand stinkt und das war ich, weil ich habe den Duft rumgehabt. Also seitdem, nee. Meiner Schwester passt aber mir nicht und der passt auch nicht zu mir. Deswegen gebe ich ihn Berlin. Die freut sich eh drüber. Was ich aber entsorgen werde, da muss ich ein bisschen Platz machen, weil da kommt die Sache, die ich jetzt wegwerfe, ist das hier. Das war ja mega eklig, das habe ich mal bekommen, von der Arbeit auch. Der Duft ist so grauslich, ich habe das versucht fürs Dekolleté aufzubrauchen, aber ich kann nicht mehr. Ich kann wirklich nicht mehr, das ist so ekelhaft, das ist von Santé ein Serum. Bäh. Ich will es gar nicht aufmachen und drin riechen, sonst kriege ich einen Würgereiz. Das stinkt extrem. Riecht mal an den Tester. Ich habe nämlich gedacht, das ist gekippt, aber es riecht wirklich so. Deswegen danke, aber nein, danke. Was ich noch entsorgen werde, weil ich habe davon Fieberblasen bekommen. Da bin ich auch erst sehr spät drauf gekommen. Aber der war auch schon lange offen. Es steht leider kein Haltbarkeitsdatum mehr nach dem Öffnen drauf. So wie früher. Weil früher stand das bei den Lippenpflegestiften von Yves Rocher, das ist nämlich übrigens einer, stand das drauf, aber jetzt bei den neuen Varianten nicht mehr. Ich bin eh ziemlich deprimiert, weil ich hätte ihn fast aufgebraucht, so viel ist noch drin. Aber durch das ich ihn nicht vertrage, kann ich ihn natürlich auch nicht aufbrauchen. Er war auch schon sehr, sehr lange offen, so wie das hier. Das habe ich mal vom Douglas von einer Schulung bekommen. Ich habe gesehen, hinten steht drauf Haltbarkeitsdatum 12 Monate nach dem Öffnen. Und das habe ich bekommen in 2014. Und irgendwie haben da meine Lippen so angefangen zu jucken und zu kribbeln. Deswegen habe ich mir gedacht, ich werde das entsorgen. Das ist so eine Lip Base. Ich werde mir auch die wieder von MAC nachkaufen. Jetzt demnächst irgendwann mal. Oh, ein Spitzer. Ich habe nämlich schon einen neuen, weil die von Essence werden nach einer Zeit so richtig eklig. Ich hoffe, ich kann euch das zeigen. Die verkleben so richtig und sind wirklich eklig. Deswegen kaufe ich mir nach einer Zeit einfach einen neuen und entsorge den alten einfach, weil die sind eh nicht so teuer.
Und dann habe ich noch zwei Nagellacke, den muss ich leider entsorgen, weil der ist zähflüssig geworden, leider. Den mochte ich nämlich früher total gerne, aber leider. Also zähflüssig nicht wirklich, aber wenn ich ihn auftrage, kann ich ihn so abziehen von den Nägeln. Also werde ich den leider entsorgen müssen. Ich habe es auch mit Nagellackverdünner probiert, der funktioniert aber trotzdem nicht. Den werde ich verschenken, weil das ist ein Topcoat von L'Oreal mit so goldenen Glitzer. Und ich benutze sowas nicht, weil ich kriege sowas eh nicht von den Nägeln. Also kommt es weg. Die beiden, und da blutet mein Herz, muss ich leider entsorgen, die habe ich von meiner Cousine bekommen. Weil die Fußcreme ist schon gekippt, das hat man gerochen. Leider ist da so wenig nur noch drin und ich habe es nicht geschafft, das aufzubrauchen. Das hat mich wirklich geärgert, so wie das hier. Da ist auch nicht viel drin und ich schaffe es einfach nicht. Weil das hat keine Wirkung mehr. Das soll so kühlend sein, aber es wirkt leider nicht mehr so, wie es soll. Leider. Dann habe ich Creme-Lidschatten, die ich ausmiste. Ich weiß noch nicht, wen ich die geben werde. Weil den fand ich katastrophal. Den habe ich einmal ausprobiert und der krümelt dann von den Augen runter. Vielleicht schenke ich den meiner Nichte, die steht eh auf sowas. Zumindest den, das ist ein kleines Kind, die braucht nicht so langanhaltende Creme-Lidschatten wie Erwachsene, aber ja. Und dann habe ich hier noch zwei. Einen, also beide sind von Maybelline, den habe ich mir mal gekauft, weil ich unbedingt den haben wollte. Aber ich finde den echt gesagt scheiße. Wirklich scheiße. Und den werde ich auch her schenken. Ich weiß noch nicht wem, aber werde ich auch her schenken. Irgendwer findet sich sicher. Wenn nicht, gebe ich wieder alles meiner Nichte. Die freut sich drüber. Dann habe ich denselben von L'Oreal. Oder Maybelline? Maybelline, sorry. Maybelline. In Gold. Den habe ich, glaube ich, sogar geschenkt bekommen. Ich weiß gar nicht mehr. Aber den, ich mag den nicht. Ich finde die irgendwie blöd. Ja, das war's mit dem Ausgemistet-Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Es war nicht leicht, das Video zu drehen, weil es waren viele Sachen, was wir leid daran haben, aber ja, was soll's. Und ja, ihr könnt mir ja mal schreiben, ob ihr das auch öfter macht, weil ich versuche jetzt das öfter mal so zwischendurch zu machen, wenn ich die Sachen nicht mehr mag, die einfach auszusortieren. Was nicht immer gelingt, aber ja. Ihr könnt mir ja schreiben, ob ihr das auch macht. Und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bye!